Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Duty Modern Warfare. Wir machen jetzt weiter mit der Mission Highway des Todes und wir sollen Farah jetzt hier folgen. Vor dem Krieg gab es hier Familien und Lachen. Lachen ist die beste Medizin. Kennst du einen Witz? Wie nennt man einen schlafenden CIA-Agenten? Wie? Einen verdeckten Ermittler. Nicht schlecht. Ist besser in meiner Sprache. Das war in deiner Sprache. Die brauchen wir noch. Ja, Ma'am. Hadir hält für uns die erhöhte Position. Mein Vater nannte Hadir den Schabal, seinen kleinen Löwen. Was ist aus ihm geworden? Er starb im Kampf. قوات القتلة الخاصة أدمين سيدتي. Halte uns auf dem Laufenden. Alex, hier lang. Hadir wartet auf uns. Er sollte alles mitbringen, was er hat. Ah, da ist er. Alex, sieh dir das an. 338 Lapua, panzerbrechend auf 600 Meter. Ich habe das selbst zusammengebaut. Bitte, benutze sie. Okay, dann gib mal her. So, da Weißes haben wir das Eisengut, Gute. Ja? Schütze sie mit deinem Leben. Sie tut es auch für dich. Stück hier. Danke, Adia. Perfekt für diese Entfernung. Ich übernehme das Sichten, Alex. Benutze dein Visier. Machen wir dich bereit. Achte auf das schimmernde Licht beim Highway. Okay, beim Highway. Siehst du das Funkeln bei der Straße? Ja, ich sehe es. Ja. Passe jetzt die Vergrößerung an. Bin schon dran, Commander. Wie förmlich. Ali, stoß zu den anderen. Ja, Commander. Bleib an ihm und du siehst mein Team an der Straße. Ja, ich sehe sie. Sie unterstützen uns, wenn wir den Al-Katala-Konvoi angreifen. Nida, stell ein Ziel beim Bus auf. Daimanana, Bintel'am. Entuchwani. Okay. Vertikale Striche sind für die Distanz. Jeder steht für 200 Meter. Das Ziel ist 400 Meter weit weg. Ziele zwei Striche darüber. Du musst näher ranzoomen, Alex. Zwei Striche, verstanden. Der Wind lenkt deine Schüsse vom Ziel ab. Die Flaggen zeigen seine Richtung. Schieß dann gegen den Wind. Okay. Versuch es mit einem Strich nach links. Ich hab's verstanden. So ja, wahrscheinlich. Zentriere den Kanister unter dem ersten Strich links. Wie ist denn gemeint, zentrieren? Daneben. Lass dich nicht von ihr einschüchtern, Alex. Moment. Ziehe zwei Striche über den grünen Kanister und einen Strich nach links. Zwei über und ein nach links. Treffer! Sie spricht mit dir, Alex. Mein Bruder, dein größter Fan. Probieren wir noch ein Ziel auf andere Reichweite. Okay. Ziemlich weit hinten ist ein blaues Haus. Siehst du es? Ja, ich sehe es. Zum blauen Haus. Da ist Obst auf der Kühlbox. Distanz 600 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Naja, warte. Da versuche muss ich es höher. Erstmal rechts. Abgewöhnen. Du bist zu weit unten. Treffer. Er ist ein wahrer Obstkiller. Das habe ich gehört. Yahya-Wen, passt auf, Jungs. Jetzt sollte alles passen. Nutze immer die Umgebung zu deinem Vorteil. Ich bin mir noch nicht Flaggen so sicher. Flaggen zeigen die Windrichtung. Und Orientierungspunkte die Distanz. Hab ich gewinnen gerade. Gut. Und jetzt achte auf Aktivität auf der Straße. Sie werden bald da sein. Ob ich es schaffen werde, sagen wir es eher so. Nichts als Wind. Ich hab was bei der Ölpumpe. Okay, ich sehe die.
dort die Hunde. Nur ein paar Streuner. Sichte weiter die Straße. Der Wolf wird bald da sein. Dort ist ein Panzer. Okay, der ist aber alt. Jetzt höre ich was. Fahrzeug nähert sich von Osten. Dort. Verstanden. Nicht angreifen. Sie haben ein Fahrzeug gesichtet. Rechte Seite. Könnte der Wolf sein. Ja, zwei Leute sitzen drinne. Wir bekommen endlich etwas Gesellschaft. Sieht nicht nach dem Wolf aus. Das sind Speer des Wolfs. Noch nicht schießen. Erst bei freiem Schussfeld. Ja, ja. Alles gut. Ich kann sowieso nicht versprechen, dass ich mit dem ersten Schuss treffe. Ali, siehst du sie? Sie klettern auf das Dach. Augen aufs Dach, Alex. Zwei, auf dem Dach. Ja, ich sehe sie. 400 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Ich weiß nicht, ob ich treffe. Los, Alex. Guter Treffer. Noch einer. Mist. Bisschen weiter hoch. Guter Schuss. Zwei Speere weniger für den Wolf. Okay. Ali, du kannst jetzt hin. Bei dem zweiten hat es etwas länger gedauert. Adir ist einfallsreich. Er lässt eine Falle für die Männer des Wolfs vorbereiten. Alex, gib dem Team Deckung. Den Wolf zu töten garantiert uns nicht das gestohlene Gas. Stimmt. Was ist, wenn du es nicht findest? Das muss ich. Da höre ich was. Oh, okay, sie nehmen das Fahrzeug. Ah, bestimmt irgendwas platziert. Ja. Mashi, untersuche el-Ishara. Die Männer des Wolfs müssen zum Passieren den Wagen bewegen. Warte, bis sie nah genug dran sind und sprenge ihn dann. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ich sehe den Konvoi im Osten. Verstanden. Es geht los. Seid tapfer, Freunde. Die Soldaten des Wolfs sind hier, Alex. Rechts vom Highway. Drei Alcatala-Fahrzeuge. Verstanden. Nicht feuern. Lass sie näher ran. Soll ich angreifen? Nein, sie müssen näher ran. Ich bin bereit. Näher. Na los, nicht so schüchtern. Also bei so vielen auf dem Haufen werde ich auf jeden Fall was sie treffen. Sie gehen zum Truck. Hadir. Ich seh's. Bereit machen, Alex. Spreng den Truck, Alex. Jetzt. Angriff! Angriff! Feuer eröffnen! Sie sind rechts vom Bus! Treffer! Ja, ja. Okay, noch ein Treffer. Noch ein Treffer. Sie gehen in den Gebäuden in Deckung. Glaube ich, auch noch mal ein Treffer. So. Alcatala auf dem Bus! Toller Jawohl. Treffer! Getroffen. Getroffen. Wieder getroffen. Mist. Im Bus. Guter Schuss, Alex. Danke. Ich gebe mein Bestes. Auf die Fenster achten. Oh, was war das? Der Wolf hat Verstärkung geschickt. Ach du Schreck. Zieh dein Team zurück! Wir dürfen nicht nachgeben! Tu es! Nachladen! Ali! Zurückfallen! Sofort raus da! Schieß auf die Motoren! Halte sie auf! Jawohl! Erledigt! Wieder erledigt ein! Ein daneben! Wieder getroffen! Du hast ihn.
Wieder getroffen. Ist daneben. Wieder daneben. Jawohl. Sehr gut. Ich glaube, ich sollte mein Sturmgewehr nehmen. Komm schon. Bitte schön, Molly. So. Oh, Hilfe. No, ich brenne. Anderes Sturmgewehr wäre schön. So, zumindest irgendwie ein Crit oder so noch an dem hier. Okay, wir uns einfach mal hier so aufstützen. Wird es besser klappen. Kommt ihr denn jetzt hier hoch? Schlimm mit euch. Nein! Oh, ich dachte, du wärst nett. Mörser! Alex, schalte sie aus! Wo sind die Mörser denn? Achte auf das Mündungsfeuer, wenn sie schießen. Ach, da vorne. Alles im Blick. Einer wächt. Sie sind erledigt. Zweiten auch erwächt. Alex! Da ist noch ein Alcatraler Mörser-Team. Schalte es aus! Warte, ich sehe gerade nicht von wo. Los, feuert nochmal, damit ich sehe. Ich dachte irgendwie gerade von dort. Ah nein, dort unten. Im Visier. Ah, okay. Sicher, sie sind tot. Negativ. Da draußen ist immer noch ein Mörser. Okay, noch ein Mörser. Kein Sichtkontakt. Was siehst du? 600 Meter. Aktivität am blauen Haus. Sehe dort. Sie. Mörser-Team ausgeschaltet. Selbstmordtruck! Linke Seite, linke Seite! Oh oh. Halte den Truck auf, Alex! Der muss weg! Noch einmal! Triff den Truck! Den Truck! Ich feuere ja schon drauf. Ich treffe nicht. Es tut mir leid. Schieß, Alex! Schieß! Sorry! Oh. Das war knapp. Gut geschossen, Alex. Der Wolf wird wohl kommen. Sonst würden sie nicht mit Truppen den Weg freimachen. Platziere USB-Faust, Bruder. Hadir und ich sichern die Umgebung, Alex. Geh zum östlichen Bunker und rüste dich für den Wolf aus. Okay. Östlicher Bunker. Gut, das hätten wir schon mal überstanden, aber das war es auf jeden Fall noch nicht. Gut, was haben wir denn hier so an Waffen? Eine AK-47. Ja, komplett mit Aufsätzen und so, das gefällt auch mir. Molotovs nehmen wir auch gerne mit. Ich weiß nicht, ob ich das Scharfschützengewehr noch brauche. Ob ich das mal noch brauche? Noch mehr Sprengsätze hat ihr? Genau wie beim letzten Mal. Wenn Feinde näher kommen, zünden. Halte Abstand. Ich schätze mal nicht. Das MG hier wäre vielleicht nicht verkehrt. Er meint, es sei dringend. Oder was haben wir denn noch so hier? Ein Karabiner. Ja, das ist halt wie eine Sniper so ein bisschen. Ich würde sagen, das MG, ja. Nehmen wir das MG noch mit. Captain Price ist am Funk für dich, Alex. Okay, gut, ich komme hoch. So, Captain Price. Was ist denn los? Bitte. Hier, 3-1. Alex, der Wolf ist aus der Stadt geflohen. Er ist unterwegs zu euch. Und die Russen sind gleich dahinter. Runter! Feindkontakt! Unten bleiben! Sie dürfen euch bestätigt. Nicht sehen! Sind unterwegs. In Deckung bleiben! Die Schüsse kamen vom Highway! Na super. Erledige ihn jetzt! Ich hab doch die Sniper weggeschmissen! Ihr hättet mir sagen müssen, dass ich die Sniper noch brauche. Er liest uns einzeln auf! Alex, finde den Scharfschützen! Ja, wartet! Das Scharfschützengewehr muss ich erstmal wiederholen. Das
Licht spiegelt sich im Zielfernrohr. Achte auf das Glänzen. Dort vorne irgendwo. Glänzen seines Zielfernrohrs. Ja. Tut mir leid. Ihr hättet mir doch nur sagen müssen, dass ich das Ding noch brauche. Er ist unterwegs zu euch und die Russen sind gleich dahinter. Runter! Feindkontakt! Unten bleiben! Toll, ich hab das Gewehr aber nicht mehr. Sind unterwegs. In Deckung bleiben! Die Schüsse kamen vom Highway! Ah! Hättest du auch noch dort einen Checkpoint gemacht? Er liest uns einzeln auf. Alex, finde den Scharfschützen! Das Sonnenlicht spiegelt sich im Zielfernrohr. Achte auf das Glänzen. Achte auf das Glänzen seines Zielfernrohrs. Ja, ist ja gut. Zielfernrohre spiegeln das Sonnenlicht. Achte auf das Funkeln. Das Sonnenlicht spiegelt sich im Zielfernrohr. Achte auf das Glänzen. Ich krieg wahrscheinlich gleich wieder einen Kopfschuss. Ich sehe es schon kommen. Achte auf das Glänzen seines Zielfernrohrs. Sehe ihn. Wind hat gedreht. Er ist jetzt viel stärker. Das musst du berücksichtigen. Vier Na, Striche super. Nach links. Neue Zielsuche. Er positioniert sich neu. Aber wo? Dort. Er positioniert sich neu. Ah, das wird jetzt blöd. Ich hätte ihn halt eben schon treffen müssen. Das Problem ist, meine Sniper muss ich halt auch erstmal wiederholen. Jawohl! Guter Schuss, Alex. Alcatala sammelt sich beim Highway. Das könnte er sein. Gut. Ich bin bereit. Das sind 600 Meter, Alex. Schalte sie aus. Ja, warte eine Sekunde. Jawohl, einer Wicht. Noch einer Wicht. Oho. Price, gut gemacht. Russische Mix. Oh, das ist gar nicht Price. Barkovs Armee wird bald da sein. Schwester, Rauch! Weißer Rauch, da links! Wo links? Hab ich was mit meinen Augen? Ach, da vorne! Russische Transportpanzer im Nordwesten! Alex, du musst sie irgendwie aufhalten! Wir kommen nicht durch die Panzerung! Ziel auf die Reifen! Schieß auf die Reifen, um sie zu bremsen! Alex. Okay. Toller Treffer! Jawohl! Nein, 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 nein. Die kommen immer näher. Jawohl. Nochmal jawohl. Weiter so, Alex! Wieder getroffen. Sie decken ihren Vormarsch. Nachladen erstmal. Ganze Armee. Oh nein, der eine ist weiter vorne. Okay, das Molotov ging leider nicht so weit. Wir ballern einfach mal ein bisschen rein. Ach du Schreck. Kommt schon. Verschwindet.
da drüben. Okay. Soweit so gut. Hier rüber kurz. Wir müssen weg. Blendgranate! An meine Augen. Wo bleibt Captain Price? Wir können nicht warten. Ich habe mehr Feuerkraft in meinem Truck. Alex, mir nach! Okay, auf zu deinem Truck. Wo bist du? Ah, davor. Zu meinem Truck, Alex! Okay, ja, ich bin unterwegs. Zack, weg mit dir. Komm mit, Alex! Ich habe Waffen im Truck! Hilf mir! Mein Laster ist voll mit Sprengstoff! Starkem Sprengstoff! Benutzen wir ihn! Mach schnell die Klappe auf! Ich gebe uns Deckung! Ja, gib her! Gas? Ja! Und jetzt kriegen die Russen es zurück! Die Gasmaske ist gut! Komm schnell! Nein! Adir! Was ist das? Das war von ihrer eigenen Medizin. Das Gas. Wenn die es benutzen, dann wir auch. Los, Schwester, rein! Ich brauche eine Gasmaske. Und warum haben diese das Gas? Könntest du das tun? Wir hatten keine Wahl, Pfarrer. Es geht nicht anders. Nein, nicht so. Schwester, Schwester! Alex! Hör mir zu. Ich stahl das Gas von den Russen, um uns zu helfen. Nur um uns zu helfen. Sag es, Pfarrer. Sag's ihr, Alex. Vor 20 Jahren. Okay, jetzt sehen wir wohl hier eine Vorgeschichte, schätze ich. Wurde das falsch geklaut hat oder so, das Gas? Locken Sie Hilfe an. Mission vor der Haustür. Okay, das ist jetzt eine andere Mission. Ach, wir spielen die Para, oder? Ja, das war sie als Kind, schätze ich. Ja. Hier unten ist ein Kind! Schnell! Die Trümmer müssen weg! Bring die Säge! Hier ist jemand! Haltet dir die Augen zu! Sie lebt! Ein Mädchen! Ganz jung! Das ist meine Tochter! Hol sie da raus! Aber... Jetzt bist du sicher! Reich sie rüber! Ich bin sie! Gebt sie mir! Oh, meine kleine Pfarrer! Zum Glück lebst du noch! Mama! Nein! Nein! Mama! Wartet! Wo ist mein Sohn? Da ist sonst niemand, Bruder! Pfarrer, wo ist Adir? Zu Hause geblieben, zum Lernen! Oh. Mama ist tot, Vater. Sie ist allein. Wir suchen Adir.
Lass ihn nicht. Okay? Walid! Walid! Maggie! Sie suchen die Widerstandskämpfer. Wir müssen jetzt gehen. Kann nicht. Mein Sohn ist noch zu Hause. Ich helfe dir, Bruder. Hier lang. Baba, ich habe Angst. Hab keine Angst, Kleines. Wir sind zusammen. Wir sind Kinder. Bitte, nicht schießen. Wir sind unbewaffnet. Nein! Nein! Kleines, ich gehe vor und schaue, ob es sicher ist. Bleib hinter mir. Ja, Baba, das mache ich. Gutes Kind. Hör auf mich, dann bist du sicher. Oh, ich ahne nichts Gutes. Okay, gehen wir. Hier lang. Oh Mann, das ist ja schrecklich, was passiert ist hier. Jetzt, Kleines. Folge mir. Die Russen dürfen dich nicht sehen. Folge mir, mein tapferes Mädchen. Da geht deinen Mund, Frau. Es ist Gift. Nicht einatmen. Beeil dich. Wir sind zu Hause. Hadir! Hadir! Baba, ich habe die Bomben gehört und die Fenster geschlossen, wie du gesagt hast. Guter Junge, wir sind erstmal sicher. Kommt mit in die Küche, beide. Wo ist Mama? Mama kommt nicht. Tut mir leid, mein Junge. Warum tun die das, Baba? Sie denken, wir helfen den Rebellen. Hier, nimm diese Maske. Haben wir auch eine für Farah? Du brauchst eine eigene. Ich helfe deiner Schwester. Los! Okay. Nehmt die Telefone. Benutzt sie, wenn wir getrennt werden. Okay. Wir gehen über die Brücke in die Berge. Dort sind wir sicher. Und wenn sie uns kriegen, Baba? Sie werden euch holen und wegsperren. Ich will nicht weg. Okay. Hör zu, ich weiß. Wir kommen wieder. Versprochen. Sei jetzt stark für deine Schwester, ja? Behalte Mama hier. Bleib hier, klar? So überleben wir. Verstehst du? Wenn wir draußen sind, bleib bei mir, okay? Baba! Hinter mich! Bitte. Hier ist niemand. Nur meine Kinder. Bitte! Nein. Nein! Mama! Nein, er hat mich. Aber was ist mit meinem Bruder? Den kann ich doch nicht liegen lassen. Nein! Lauf! Wo denn hin? Oh mein Gott. Verdammte Scheiße! Piss die gute Scheiße! Geldlose Scheiße! So. Bruder. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Okay, ich habe ein Messer. Сколько их у тебя? Нет, но как я буду искать? Nein, aua! Meine Nase! So, Schraubendreher.
Drecksratte wie du? Der General mag keine kleinen Terroristen. Nein. Ah, meine Nase. Oh Gott. Lauf ja nicht weg, kleine Göre. Keine Sorge. Ich kümmere mich um dich. Du wirst hier so, das mitnehmen. Nein, dann halt das. Komm her. Ich finde dich schon. Okay. Mit euch. Los, Angriff! Nein! Weg von ihr! Er ist Tisi Fara! Tötet ihn! Du Fara! Nochmal, Schwester! Das schaffst du! Okay, ich hab ihn! Nein, oh, meine Nase! Er hat mir wieder ins Gesicht gehauen! Oh Gott! Ich drehe dir den Hals um! Gib das Ding her! Los! Wir haben ihn. Hab keine Angst. Wir sind zusammen. Durchsuchen wir ihn. Okay. Er ist zu schwer. Wir müssen gehen. Die Gasmaske. So, hör damit. Hab sie. Komm schon. Unser Vater hat sich geopfert, um uns zu retten. Hey, er lebt noch. Er lebt noch, ja. Kinder. Du musst aufstehen. Ah, ich kann nicht. Ich kann nicht mitgehen. Was tun wir? Überleben. Um jeden Preis. Gebt niemals auf. Leb wohl, Baba. Hab dich lieb. Lebe wohl. Ich komm nicht ans Schloss. Komm, ich heb dich hoch. Es klemmt. Versuch es aufzuheben. Du schaffst es, Schwester. Ja. Ich hab's. Они все виновны. Марков хочет ликвидировать всех. Единственный вариант. Окей. Я же камген. Лапинто, он ком су мир. Провожу по тебе. Я мах их. У нас пропал боец. Кто? G12. Он не отвечает. Как вы его упустили? Он же размером с тачку. Ich glaube nicht, dass sie uns gesehen haben. Nein, glaube ich auch nicht. Sonst hätten die geschossen. Рупер же пропал боец. Стоим здесь, пока не найдем. Bruder, wir müssen weiter. Okay, ich folge dir, Bruder. Los. Das ist nicht fair. Sie töten einfach alles. Oh mein Gott, der Hund. Oh mein Gott. Der arme Hund. Kann ich nicht dann leiden, wenigstens irgendwie. Wegmachen. Also ihn erlösen. Och man, der arme Hund. Vor allem auch die armen Menschen. Die tun einem natürlich auch leid. Oh nein, der arme Gockel.
Тихо! Сюда идет Виктор. Прочесать местность. Сопротивление? Ничего сложного. Женщины? Дети? Идут к машинам. Полный комплект. Нет, нас. Попадает. Доложить на сторону. Это ты отдал. Задание выполнено. Готовы к отходу. Oh mein Gott, die Ziege. Och, ich kann da gar nicht in die Augen gucken. Sorry. Ich kann euch nicht helfen. Hier das. Ich gehe vor und sehe nach, ob es sicher ist. Nein! Gib die Maske! Zurück. Bist du verletzt? Glaube ich. Ja, okay. Komm mit. Oh, ist weg hier. Bruder, steig hier raus. Okay, die Luft ist rein. Den Truck. Die Soldaten werden dich husten hören. Ich werde gehen. Such eine Waffe. Wenn es eng wird, lenk sie mit dem Telefon ab. Okay, mach ich. Pass gut auf. Werde ich. Was, Bordeaux? Hey, schau mal. Ich habe einen Revolver gefunden. Nein! Ja, er hat nicht mal danach gegriffen. Schau dir das Ding an. Ist brandneu. Wofür brauchst du einen Revolver? Der hat nur 6 Schuss. Hast du doch schon. Nicht so ein. Ja, ist der cool. Freuen kannst du dich später bestimmen. Durchsuche erstmal weiter diese Wichser. Ja, aber lass die Finger von meinem Zeug klar. Das interessiert. Hast du das gehört? Prüfe. Was war das? Was meinst du? Keine Ahnung. Ein Tier? Das war sicher kein Tier. Vielleicht eine Grille. Am helllichten Tag? Die kommen nachts raus. Ich brauche die Waffe. Vom Gas benehmen. Vielleicht bist du vom Gas benebelt, wenn du glaubst, das war eine Grille. So, her mit der Waffe. Was zur Hölle? Da ist ein Mädchen! Luca! Okay. Geschafft! Du hast uns gerettet! Verschwinden wir! Wir haben es geschafft. Bruder, steig ein. Verschwinden wir! Ich fahre! Ergreift ihn! Nein! Komm her! Lass los! Nein! Finger weg! Para! Ihr kleinen Teufel habt also meine Soldaten getötet. Perfekt.
Sarah, Alex, alles okay? Geht's dir gut? Wo ist er? Wo ist er? Weg, Pfarrer! Nein, Hadir! Pfarrer! Hadir! Lass es! Manek! Stopp, Pfarrer! Stopp! Es war Hadir. Hadir ist der Dieb. Es tut mir leid, Captain, ich wusste es nicht. Das konntest du auch nicht. Schon gut, Pfarrer. Wir kriegen ihn. Unsere Ärsche müssen sofort hier raus. Mein Bruder wollte immer ohne Regeln kämpfen. Jetzt bricht er sie alle. Hadir ist nach Norden. Er wurde von Al-Katala aufgesammelt. Freiwillig oder mit Gewalt? Wissen wir nicht. Tut mir leid, Pfarrer. Ihr Bruder ist ein Terrorist. Ist bei den Al-Katala. Wir wissen nicht, ob er ein Terrorist ist. Hadir kämpft nicht gegen uns. Er hätte alle töten können, als er das Gas gestohlen hat. Hat er aber nicht. Woher weißt du das? Ich war da, um es zu verhindern. Wieso weiß ich das nicht? Wir dachten, es wäre Al-Katala. Wir wussten nicht, dass er es war. Jetzt wissen wir es. Wir schnappen ihn uns heute Nacht. Ich komme mit. Du jagst deinen eigenen Bruder? Er ist nicht mein Bruder. Nicht mehr. Barkov wird ein Kopfgeld auf ihn aussetzen. Dann erwischen wir ihn zuerst. Noch mehr Komplikationen und es gibt Krieg mit Russland. Dann komplizieren wir besser nichts. Das ist keine gute Idee, Pfarrer. Wir kümmern uns hier um die Unseren. Das heißt es für gewöhnlich nicht. Wir schon. Ich will Pfarrer im Team. Das ist keine Bitte. Na gut. Sie haben Befehlsgewalt. Sie alle. Okay, Lagebesprechung. Bildaufnahmen bestätigen, dass Hadir das restliche gestohlene Gas hatte, als er zu Al-Katalas brutalstem Vollstrecker Kontakt aufnahm, dem Schlechter. Ihre Fahrzeuge wurden zu einem Wohnkomplex im Arkusgebirge verfolgt, wo wir das Versteck des Wolfs vermuten. Alex und Farah bleiben als Verstärkung in der Luft. Während Bravo 6 mit einem Angriffstrupp die Chemikalien sucht und sichert, Hadir fasst und den Wolf tötet. Im Einsatzgebiet. Licht aus. Holen wir uns den Bastard. Kommandeur an 3-1. Orbit halten. Bestätigt, Kommando. In Bereitschaft. Okay, Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann an der Stelle hier weiter. Ganz schön krasses Zeug, was es hier passiert ist in der Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Wir suchen nach dem Wolf und Hadir. Das war's. Lasst einen Daumen nach oben da für mehr Call of Duty. Und ansonsten euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüssi.